Ja, dann wünsche ich euch alle willkommen zum deutschen Community Meeting. Ich habe es jetzt mal auf mich genommen, den Vortrag einzugeben und bin damit euer Moderator, aber am liebsten würde ich mit euch unten sitzen und einfach uns unterhalten. Grund war, Thomas Dingens, für die, die schon länger dabei sind, hat das eben bis vor 3 Jahren immer übernommen, dieses Meeting einzustellen. Und die letzten 3 Jahre haben wir das spontan in irgendeinem dieser kleinen Spontan-Konferenzräume gemacht. Und es ist schön, jetzt wieder auf dem Zeitplan zu stehen. Ich habe mir gedacht, eben die klassische Vorstellungsrunde, woher jeder kommt und was er mit Blender macht und Hobbys und sonstige Interessen. Dann der eigentlich einzige Agendapunkt, kurze Zusammenfassung von dem diesjährigen Blender Day zusammen mit der Blender School, für die das letztes Jahr mitbekommen haben, und dann offene Diskussionen mit euch und was ihr loswerden wollt und was wir im deutschen Rahmen besprechen wollen. Ich fange einfach mal an. Ich bin Philipp Hemmer. Das ist meine 5. Konferenz. Ich bin Blender Enthusiast. Also ich verdiene damit kein Geld, aber seit 2011 mein Hobby und das, was ich nicht, die Zeit, die ich nicht mit meiner Frau und meinem Kind verbringe, sitze ich am Computer und blendere. Und die Zeit, die ich natürlich zum Geldverdienen brauche. Genau. Ich gebe jetzt einfach mal das Mikro runter. Ja, ich bin Robert. Bin auch jetzt längere Zeit schon Blender-Nutzer. Habe damit angefangen, als ich in der Schule war noch. Neben Informatik-LK dann mal irgendwie so ein bisschen in 3D reingeschnuppert. Und ja, ich bin zurzeit jetzt noch an der Uni, studiere Informatik, mache demnächst meine Masterarbeit. Ja, und das halt auch im Bereich Computergrafik. Allerdings nicht, wahrscheinlich nicht konkret mit Blender. Ja, hi, ich bin Oliver. Ich benutze Blender so seit 10 Jahren. Ich mache Training für Blender und benutze es auch in der Uni. Ich studiere auch Informatik und hauptsächlich Computergrafik und je nachdem, wo es sich halt anbietet. Ja, hallo, ich bin der Larry, Spitzname, komme aus Österreich. Ich benutze Blender seit 6 Jahren und ich auch als Hobby. Das erste Mal hier. Hallo, mein Name ist Christian. Ich bin auch zum ersten Mal hier. Ich bin Mediendesigner und habe jetzt erfolgreich meinen Chef in meiner Firma überzeugt, dass Blender genau das richtige Portal zu 3D ist, sodass wir Produkte tatsächlich mal visualisieren können. Und ich bin sehr gespannt. Ich finde es sehr cool hier. Die ganzen Berühmtheiten sind da. Es ist toll. Hallo, ich bin Felix Wilken. Ich habe längere Zeit jetzt Media Art und Design in Saarbrücken studiert und unterrichte das da hin und wieder auch an der Hochschule, also Blender jetzt an der Hochschule, und mache alles Mögliche im Bereich Bewegtbild, Animation, Simulation. Jo, hallo, ich bin der Martin. Erste Blender-Konferenz für mich, bin total begeistert. Ich bin 3D-Generalist, ich mache VFX, arbeite mit großen, kleinen Studios und so und versuche, wenn ich selbst Projekte mache, so viel in Blender zu machen wie irgend möglich. Ich mache es erst seit 2 Jahren und es ist großartig. Also, ja, genau. Yay. Hi, mein Name ist Alex, ich bin aus dem Schwarzwald und benutze Blender als Hobby und ungefähr seit 6 Jahren, 7 Jahren, weiß ich gar nicht so genau, und habe das Vergnügen, hin und wieder mal an einem coolen Projekt teilzunehmen. Aber ansonsten, ja, ein cooles Hobby. Achso, ja, Modeling, Texturierung, Animation, hauptsächlich Charaktere oder alles Mögliche eigentlich. Ich gehe mal weiter. Hallo, ich bin Jonas, ich benutze Blender. Hallo Jonas! Ja, also ich bin seit 8 Jahren, glaube ich, schon und habe eben immer gerne so selber Sachen damit gemacht, kleine Filmchen und so. Und seit
zwei Jahren programmiere ich auch in Python ein bisschen dran. Ja. Das ist hier übrigens auch die deutsche Selbsthilfegruppe für Blender. Ach, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, natürlich, alle anderen. Ja, hallo, ich bin Erich, komme aus Dresden, nutze Blender seit ungefähr 6 Jahren, größtenteils im Hobbybereich, studiere auch noch Medieninformatik, mache gerade meinen Bachelor, arbeite aber nebenbei auch noch in einer Firma, wo wir auch Unity und Blender in zusammen nutzen und auch V4, falls das jemand was sagt. Ah, V4-Nutzer, sehr gut, sehr gut. Also quasi Blender zum Generieren von Assets, größtenteils Modeling, die ganzen fancy Rendering-Sachen machen wir dann echt halt in V4. Aber sehr nettes Tool. Ja, hallo, ich bin der André aus Leipzig und ich bin Webentwickler und nutze Blender auch als Hobby. Beziehungsweise habe ich eine Zeit lang damit auch ein bisschen mit Python Add-on-Programmierung Geld verdient. Genau. Ich verfolge das alles mit großem Interesse und ab und zu mache ich auch mal noch ein paar kleine Sachen damit. Hallo, ich bin Björn. Ich arbeite mit Blender seit 4 Jahren etwa und ja, speziell für educational purposes, würde ich sagen. Also ich mache Lehrfilme, jetzt gerade im Bereich sicherer Umgang mit Explosivstoffen und solche Sachen. Und da ist es sehr praktisch, nicht was Wahres explodieren lassen zu müssen. Machen wir aber auch, nur die richtig gefährlichen Sachen nicht. Ich bin Patrick, bin seit etwa 2003 Hobbyist im Bereich Blender und möchte mich für die Zukunft ein wenig mehr um die Blender-Entwicklung kümmern und mich auf der Basis auch professionalisieren. Insofern werden wir wahrscheinlich noch häufiger miteinander zu tun bekommen. Hallo, ich bin der Richard, ich bin von der Firma Autodesk. Spaß! Ich bin aus Ulm und ich benutze Blender seit 15 Jahren und jo, kann es immer noch nicht. Ja, hallo, ich bin der Stefan. Ich arbeite am Uniklinikum in Aachen und beschäftige mich dort mit computergestützten Methoden, um medizinische Aufgabenstellungen ganz konkret zu lösen. Also das Arbeiten mit medizinischen 3D-Bilddaten ist eben mein tägliches Geschäft. Und ein paar von den Sachen, die ich da mache, stelle ich auch morgen vor. Um 1 ist da mein Talk drüben im Theater, wo es um eben genau diese Anwendungen geht, wie man Blender in genau so einem Feld auch anwenden kann. Ja, mein Name ist Julius, ich verkaufe Gras. Hallo, ja, also ich bin derjenige, der da am Computer sitzt und die ganzen Grasmodelle bastelt und das als Graswald verkauft. Ich weiß nicht, vielleicht kennt einige von euch das ja. Danke. Ja, ich gehe leider immer noch zur Schule, deshalb begrenze ich meine Blender-Aktivität im Augenblick, weil ich nächstes Jahr Abi machen möchte und da ein bisschen, ne, da muss man mich andere Sachen zurückschrauben. Aber wer Lust hat, kann mir zuhören. Ich habe den letzten Vortrag um 16.30 Uhr im Theater am Samstag. Ja, ich freue mich auf euch. Ich bin die Ruth. Ich benutze Blender auch hauptsächlich hobbymäßig. Noch nicht so ganz lange, aber ich bin hier, um Leute kennenzulernen und so. Und das ist doch immer gut, Leute mit geteilten Interessen kennenzulernen. Ja. Hallo, ich bin der Philipp. Ich verwende Blender jetzt mittlerweile seit 10 Jahren in allen möglichen Bereichen. Komme aus der Game Development Branche, in letzter Zeit hauptsächlich Augmented und Virtual Reality Sachen. Und ich unterrichte auch relativ viel Blender und gebe Workshops unter anderem an der Technischen Universität in Graz bei mir. Hallo, ich bin die Sandra. Ich bin derzeit in Deutschland, sonst komme ich aus der Schweiz und Österreich. Und ich nutze Blender jetzt seit circa einem Jahr, eigentlich nur zum Spaß und ja, mal schauen. Alles klar. Ja, hallo, mein Name ist Andreas, ich bin Geschäftsführer der CG Interactive GmbH und das ist eine Ausgründung aus der Daimler Forschung, deshalb, wir kommen aus Ulm, so klein ist die Welt.
Wir entwickeln eigentlich für die Automobil- und für die Luftfahrtindustrie CAD-Modelle und testen die auch, nutzen aber auch Blender, um eben Renderings von den ganzen Modellen zu machen, bevor wir zum Beispiel die ganzen Daten dann in VR zum Beispiel realisieren. Hallo, ich bin Daniel. Ich mache, also das ist meine dritte Konferenz. Ich mache alles möglich von Spezialeffekte, Character, Compositing. Hab noch nie Blender wirklich benutzt, aber vielleicht ändert sich das ja bald. Hi, ich bin Tim. Ich komme aus Braunschweig, genauso wie er. Wir arbeiten eigentlich im gleichen Unternehmen. Ich mache dort Art Direction im Designbereich, also alles visuelle Kommunikation. Und benutze Blender gelegentlich bei der Arbeit, aber eigentlich als Hobby mehr zu Hause, leider viel zu wenig. Aber wenn Zeit ist. Hallo, ich bin Maria, das erste Mal heuer bei der Blender-Konferenz. Komme aus dem kleinen Wattens in Österreich und bin da für Swarovski Professional. Die coole kleine Schwesternfirma von Swarovski, die keinen Schmuck, sondern Komponenten für die Industrie macht und die natürlich auch visualisieren muss. Und nachdem einige meiner Kollegen und ich privat Blender-Enthusiasten sind, wollen wir das in der Firma ein bisschen durchsetzen, dass das statt gewissen Autodesk-Produkten verwendet wird. Hallo, mein Name ist Thomas Radek. Ich bin das dritte Mal auf der Konferenz und werde hoffentlich am morgen Nachmittag einen dritten Talk halten, also ein 5-Minuten-Ding. Und ich benutze Blender jetzt seit 5 Jahren, habe aber davor lange Erfahrungen mit Cinema 4D und 3ds Max gehabt und deswegen ist mir der Einstieg in Blender nicht so sonderlich schwer gefallen und mittlerweile unterrichte ich das auch. Ich bin Lehrer für 3D-Grafik und Animation an der Fachhochschule Joanneum in Graz und unterrichte dort unter anderem an 3 Studiengängen, einem Masterstudiengang, unter anderem auch Blender und einem Master-Level-Lehrgang für technische Dokumentationen, auch Blender. Super, ich habe einen Thomas vor mir. Okay, ich bin Christoph. Ich bin also Freiberufler, klar, aber ich bin auch Lehrer und ich unterrichte Blender an Schulen. Das heißt vor Kindern von 10 bis 18, wenn auch älter, wenn sie noch mehr Interesse haben. Ich habe auch so ein paar kleine Videos heute mal mitgebracht, vielleicht später. Ja, ich mache allerhand, auch ein bisschen Rigging und Modeling. Blender 2.8 ist total herrlich. Ich habe ein bisschen ausprobiert, das ist der Wahnsinn. Ich gebe es jetzt einfach mal weiter, ich könnte den ganzen Tag reden. Genau, wäre schön, wenn wir 10 Minuten durch wären, dann haben wir noch Zeit für die ganzen anderen Sachen. Ich bin Jack, ich habe vor einigen Jahren angefangen, Animation Notes für Blender zu entwickeln. Zurzeit studiere ich noch Informatik, aber muss jetzt noch die Bachelorarbeit schreiben und dann ziehst du nach Amsterdam? Bin jetzt nach Amsterdam gezogen, um jetzt hier näher in den C-Code von Blender einzusteigen und mal richtig anzufangen, Everything Notes zu entwickeln. Ich heiße Manuel, ich arbeite 4 Tage die Woche für Volker Kommunikationsdesign in Wolfsburg. Das ist eine Firma, die für Volkswagen sehr viel visualisiert und wir nutzen dort Cinema 4D. Aber ich versuche dort halt Blender immer mehr zu etablieren und arbeite noch als Freelancer seit 12 Jahren mit Blender. Hi, ich bin Matthias. Ich benutze Blender seit 2008. Ich bin Freelancer im Bereich Bewegtbild und habe Blender jetzt auch schon benutzt für Animationen, für Kunden wie Vodafone, Unilever. Habe sozusagen dem Motion Designer in der damaligen Firma, in der ich war, Konkurrenz gemacht mit Blender, so eingeschoben. Und benutze Blender aber auch für visuelle Effekte, aber auch Designs für Gardinenstangen in meinem Büro. Ja, alles möglich mit Blender. Ja, das mache ich. Wir klatschen einfach einmal ganz am Schluss nochmal laut und dann fühlt sich jeder beklatscht. Gehen wir schnell durch. Ja, servus, ich bin der Peter. Ich war die letzten Jahre auch ein bisschen so Richtung Automobilindustrie unterwegs. Aktuell studiere ich wieder, parallel sehr viel Freelancen in unterschiedlichen Bereichen von Medizin, Architektur, schlag mich tot. Ja. Ich bin Manuel, ich komme aus Hamburg, 10 Jahre Blender, 6. Konferenz, Grafiker, 3D-Grafiker, arbeite in Agentur, ja. Hallo, ich bin Lukas, ich komme auch aus Hamburg.
Ich habe, glaube ich, vor 5 oder 6 Jahren mit Blender angefangen, bin jetzt noch in der Schule, deshalb mache ich irgendwie nichts Professionelles, aber einfach hobbymäßig mal so. Lino hier, 10 Jahre Blender, arbeite in einer Spielefirma und baue Raumschiffe. Frederik aus Berlin. Ich bin mit Gottfried zusammen auf Blender-Diplom. Also ich benutze Blender seit 2.46. Frag mich nicht, welches Jahr das war. Und also größtenteils hobbymäßig, aber wenn es irgendwie geht, versuche ich es mit dem Beruf zu kombinieren. Ich arbeite gerade an einem Tierfilm. Ich hoffe, dass die Szene genommen wird. Und oft habe ich einfach eine Idee und verfolge irgendwas in Blender. Am Schluss kommt, wenn ich Glück habe, was Hübsches raus. Und wenn ich das Gefühl habe, dass da eine Idee mit reingekommen ist, die andere interessieren können, dann versuche ich daraus ein Tutorial zu machen, pack's auf Blender-Diplom. Ah, ich bin Tobias aus Mannheim, beschäftige mich in der Lehre mit Blender, auch professionell Produktvisualisierung. Genau. Du hättest noch erwähnen können, dass du die Summer School organisierst. Mit euch zusammen. Ja, it's a team effort, aber es war deine Idee. ich bin der Gottfried Hofmann, die Nummer 2 bei Blender Diplom, halt der andere. Und also was ich hauptsächlich im Bereich Blender mache, ist Beratung und Lehre. Also wenn Unternehmen Blender einsetzen möchten, also wie das in die Pipeline rein integriert werden kann, ob das sinnvoll ist und dass ich dann auch gleich da die Leute auch noch entsprechend trainieren kann. Und mein zweites Standbein ist, inzwischen ist es so passiert, dass ich dafür auch entwickle. Also ich habe morgen um 12.30 Uhr, also gleiche Zeit, einen Vortrag da drüben im Theater über Hologramme. Also dass man ein holographisches Display, das man auch mit Blender benutzen kann. Also falls das jemand interessiert. Okay, Peter, Codename Hohenhaus, dabei seit 2000, bei den Blender-Konferenzen seit 2002, von 2005 bis 2012 unterrichtet, Suzanne Award 2005. Inzwischen mache ich nicht mehr viel mit Blender. Ich habe mehrere Projekte in Planung, die gutes bis sehr gutes Geld bringen sollten, aber ich gehe davon aus, dass ich die alle mit ins Grab nehme. Insofern ist das irrelevant. Hi, ich bin Tristan, ich bin zum ersten Mal dabei. Ich arbeite momentan als 3D-Generalist, Freelancer und auch Character Animator und nutze Blender seit 2012 im Studium und habe letztes Jahr meinen Master gemacht und meinen Abschlussfilm Impact könnt ihr, glaube ich, später dann sehen. Ja. Hallo, ich bin Anton, ich bin eigentlich Musiker, ich habe Cello studiert. Und die ganze Blender-Geschichte verfolgt mich aber auch schon seit der Schulzeit und ist mit Schuld, dass ich jetzt noch Medieninformatik studiere, jetzt im 3. Semester. Und mein längerfristiges Ziel ist, so ein bisschen in die Blender-Programmierung reinzukommen. Bisher reicht es gerade mal zum Source-Code kompilieren, immerhin, und ein bisschen Add-on zerstören. Aber da würde mich auch interessieren, ob ich noch Leute vielleicht treffen kann, die mich da in die richtige Richtung stoßen können. Okay. Gut. Genau. Will noch jemand von den zu spät kommen? Einfach kurz vorstellen. Guten Tag, ich bin der Yannick. Ich komme vom ZDF und wir haben ein 3D-Team bei uns. Wir setzen das jetzt nicht professionell ein, aber ich sehe, wir haben auch viele Studenten und Praktikanten, die das sehr fleißig einsetzen. Und ich würde mich gerne mal informieren und bin deswegen hier, um das zu beobachten. Und selber bin ich noch nebenbei Cartoonist und Animator und mache so ein bisschen Cartoonfilm. Noch jemand ohne? Sonst war ich der Einzige. Michael? Na. Blöd, wenn ich deinen Namen kenne. Hallo Philipp. Ja, ich bin der Michael. Ich benutze Blender hauptsächlich. Also ich komme aus der Videopostproduktion und Film und habe immer viel mit After Effects gemacht und Compositing und benutze eigentlich Blender für alles, was ich, wenn ich 3D-Elemente brauche, um irgendwie einzubauen oder für Greenscreen-Backgrounds, irgendwelche virtuellen Studios oder solche Sachen. Dann dafür benutze ich Blender im Moment und Motion Graphics immer mehr.
gut, wärst du so nett und würdest das Mikro vorbringen. Ja, klar. Also danke euch allen. Jetzt nochmal den gemeinsamen Applaus. Danke dir. So. Also ich finde es immer erstaunlich, wie unterschiedlich und ja, mit was für verschiedenen Anwendungen auch die deutsche Community da ist und international sowieso. Und wie Gottfried es eben schon gesagt hat, Tobias hat dieses Jahr den Zepterstab von den Stuttgarter Jungs, also um Thomas Dingens rum, übernommen für den Blender Day und hatte eben noch die Idee davor, zwei Workshop-Tage ranzuhängen und dazu ein paar Fakten, die ein bisschen abgeschnitten sind, aber auf jeden Fall waren es zwei Workshop-Tage mit jeweils zwei vierstündigen Workshops, also insgesamt konnte man für läppische 30 Euro an vier Workshops teilnehmen, plus den Blender-Tag. Also super, dass das für den Preis geklappt hat. Es war der 10. Blender-Tag, also auch ein Jubiläum. Und stattgefunden hat es in Mannheim. Es waren 70 Teilnehmer und ich weiß nicht, wie viele Dozenten? 12? Wie viele waren wir? Ja, sowas. Also, und haben in den unterschiedlichsten Bereichen Workshops gegeben, also von Einsteiger bis fortgeschrittenen Kurse. Webseite blenderday.de, falls ihr es nicht wisst. Im Vergleich zu den Jahren davor war das eben nur ja, eine kleine Konferenz mit zweitägigen Vorträgen. Jetzt gab es eben die zwei Workshop-Tage, die auch viele neue Interessierte angezogen haben, die eben nicht nur Vorträge hören wollten und eben mit einem Vortragstag, also der Organisation geschuldet, weil von null auf das Ganze zu stemmen. Also nochmal einen großen Applaus für Tobias und alle, die dabei geholfen haben. Willst du was noch dazu sagen? Vielleicht, damit es aufgenommen wird, bitte. Nein? Jetzt, wunderbar. Also, danke, Philipp. Wir werden das nächstes Jahr im Juli wieder machen, also in dem Moment, wo die Vorlesungszeit vorbei ist. Dann haben wir an der Hochschule Mannheim dort eben die Räumlichkeiten, Labore, die ausgestattet sind mit Computern, außer bei Workshops von Philipp, da waren sie nicht mit Computern ausgestattet. Und wir werden dann auch wieder Workshops anbieten, wo es eben um Blender geht, also von Einsteigern bis zu Python-Programmierung bis VR hatten wir dieses Jahr Themen. Und danach kommt dann der Blender-Tag, wo einfach diese Vorträge für jeden zur Verfügung stehen, der etwas erzählen möchte von Blender. Und genau, wir werden das auf der Blender-Verein-Facebook-Seite wieder publizieren. Dann gibt es ja diese neue Website, das Forum, Blendpolis. Das wurde quasi letztes Jahr erneuert. Ich weiß nicht, ob da jemand noch was zu sagen möchte. Da werden wir es auch wieder posten. Und blender3dsummerschool.de ist quasi die URL dazu. Und die Ticketpreise werden sich leicht verändern. Also für Studierende und Schüler werden wir bei 30 Euro bleiben. Bei Profis werden wir ein bisschen nach oben gehen. Aber ich denke mal, man kriegt wieder drei Tage Blender voll Support dort. Und genau. Danke. Ja, danke dir. So viel zum geplanten Bereich. Ich habe mir jetzt gedacht, dass wir einfach uns austauschen. Warum habe ich eigentlich ausgeschalten? Hat jemand Input? Will jemand was über seine Projekte, Ideen, Wünsche erzählen? Bis auf von denen, wo ich weiß, die nachher einen Vortrag haben über ihre Projekte. Ja, also ich hätte ein Projekt, das ich nur
ganz kurz präsentieren würde. Es ist Work in Progress, aber ein HDMI wäre nicht schlecht, genau. Okay, wo ist das Ladekabel? Was Geduld. Will jemand anders noch Kasalier was sagen? Ja. Ein Sofa. Hallo? Genau, es geht um ein Sofa. Das haben wir geschenkt bekommen, gebraucht und ist von der Funktion her super. Man kann es ausziehen, es ist ein Schlafsofa. Und jetzt fragt ihr euch, was hat das mit Blender zu tun? Und zwar haben wir uns überlegt, es soll einen neuen Bezug bekommen. Und das heißt, ich habe das Sofa von allen Seiten fotografiert mit diesem neuen Tool, was gerade im Internet rumgeistert, habe ich einen Scan gemacht. Meshroom heißt das Tool, wer es noch nicht bemerkt hat. Sieht man was? Ja. Da lädt man die ganzen Bilder rein, das erstellt einen 3D-Modell. Hier rechts sieht man die ganzen Kamerapositionen, die schon erkannt wurden. Und das Ergebnis kann man jetzt gleich hier in Blender begutachten. Ein 3D-Modell, das ich jetzt verwenden kann, um das Sofa perfekt zu vermessen. Ich noch den richtigen Shortcut weiß. Das war der falsche. Man kann es zuschneiden und sich einen genauen Querschnitt hier ausgeben lassen. Wie hochauflösend das ist, sieht man vielleicht hier so ein bisschen. Tut mir leid, wenn ich jetzt hier gerade ein bisschen rumeier. Ja, auf jeden Fall habe ich das benutzt, um, das war die falsche Taste. Okay, ja, Moment. Ich habe jetzt hier das Modell. Weiß jemand gerade die Tastenkombination für, wie ich wieder die volle Ansicht bekomme? Alt B. Perfekt, okay. Hier Teamwork, perfekt. Genau, das Sofa. Ich habe jetzt ein Modell gebaut, also erstmal der Zuschnitt. Ich habe jetzt ein Modell drumherum gebaut, das jetzt dann in Stoff genäht werden soll. Ich glaube, Blender braucht gerade eine Weile, beziehungsweise mein Laptop. Ja, da sieht man es gleich. So. Hier sieht man das Modell quasi nochmal sauber nachgebaut, wie die Stoffbahnen letztendlich sein sollen. Es ist aus mehreren Modulen, weil das nachher noch ausklappbar sein soll. Und ich gehe jetzt einfach gleich zum Endergebnis hier in Blender. Hier habe ich meine Stoffbahn, 1,40 Meter breit, 7 Meter lang, 7 Meter braucht man aber gar nicht.
Da habe ich jetzt die einzelnen Teile quasi mit UV draufgelegt. Was noch schwierig war, ist wirklich, dass jetzt ein Zentimeter von diesem Stoff wirklich, also dass der Maßstab stimmt. Dazu habe ich verschiedene Add-ons probiert. Einmal der Texel Density Checker war dann der, der letztendlich am besten funktioniert hat, um jetzt wirklich genau diesen Maßstab zu bekommen. Dass das, was hier ein Zentimeter ist, auch hier im Modell übereinstimmt. Ja, und der nächste Schritt ist jetzt noch nicht geschehen, aber der Stoff wurde schon geliefert. Und jetzt werde ich mit dem Beamer diese UV-Map auf den Stoff projizieren, dann abzeichnen, ausschneiden, noch eine Nahtzugabe und dann zusammennähen. Und wenn es was wird, dann werde ich vielleicht ein paar Fotos mal posten oder ein Video machen. Okay, dann Dankeschön. Willst du kommen oder willst du das zum Mikro? Ja, ich habe nichts vorbereitet, deswegen. Also macht nichts. Damit du auf dem Video bist. Von hier oder von vorne? Was meinst du? Ja, ich mach's mal vorne. Hallo, hallo? So. Ja, nee, ganz überraschend, die gute Gelegenheit. Der Jacques, der sitzt nämlich perfekt hier schon im Publikum und das Projekt, an dem ich gerade arbeite, kam vor 2 Wochen auf mich zu und es ist der Frederik Steiner, der jetzt zurzeit als Volunteer auf Samos sitzt und er arbeitet für Archipelagos. Das ist eine NGO, die sich um marine Umweltschutz kümmert, Tierforschung, speziell auch Bereich Delfine. Und er kam mit der Idee oder ja, das Problem sozusagen, dass die Delfine viel im Ultraschallbereich kommunizieren. Das kann natürlich Technik gut verstehen und die haben auch so eine super Software, die heißt Raven, die kann das sehr gut darstellen. Und er hatte halt die Idee, dass vielleicht für Menschen das anschaubar zu machen. Also die Idee ist, wir übersetzen Frequenzen in Farbe. Da haben ganz viele Leute tatsächlich schon ganz viel Vorarbeit geleistet und es gibt eine Chart, die das schon macht, wo sozusagen ein F ist dann, wenn man es hoch, also die Oktave sozusagen hochrechnet, bekommt man dann irgendwann die Frequenz von Licht und dann ist ein F Infrarot. Oder, das mache ich jetzt gerade aus dem Kopf, oder das F darüber, eine Oktave höher, ist ultraviolett. Und so kann man halt jeder Farbe auch eine Frequenz zuordnen. Und das ist die Basis unseres Modells, an dem wir gerade arbeiten. Und da spielt natürlich Animation Notes eine große Rolle bei dem, was ich mir jetzt überlegt habe dabei. Wir haben aber so ein bisschen Schwierigkeiten, weil es natürlich auch wissenschaftlich genau sein soll, soll halt jede Frequenz auch genau die passende Farbe bekommen. Und mein Modell basiert jetzt darauf, dass ich 12 Objekte erstellt habe, die dann so die chromatische Tonleiter darstellen. Dann folgen die nächsten 12 und so weiter. Und jeder hat ein eigenes Material, das dann von Animation Notes angesprochen werden kann. Im Prinzip soll die Amplitude von der Frequenz die Emission beeinflussen, dass dann die Farbe anfängt aufzuleuchten. Das funktioniert so als Prototyp schon mal ganz gut. Das Problem ist natürlich, alles, was zwischen den Noten passiert, wird super ungenau nur dargestellt. Man beziehungsweise könnte dann so ein bisschen Unschärfe sagen, okay, aber wenn jetzt eine Frequenz genau zwischen 2 Noten stattfindet, dann reicht das Modell nicht aus, um das darzustellen. Eine andere Idee war, dass man sozusagen skaliert die ganzen Farbwerte schon mal auf eine Textur, die dann sozusagen sich nicht verändert. Man kann die halt dann frei nach oben und unten vergrößern und die Verhältnisse bleiben immer gleich und dass man dann entsprechende Lichter, Emission-Nodes, Emission-Objekte anlegt und die dann von Frequenzen beeinflussen lässt. Das sind jetzt die theoretischen Modelle, die mir sofort eingefallen sind. Das kann man mit Blender machen. Aber ich glaube, dass
es muss eine elegantere, mathematisch genauere Lösung dafür geben. Es gibt auch eine technische Hürde. Animation Notes kann nur zwischen 20 und 20.000 Hertz bedienen. Die Sound Bake Note, wenn du den von Blender eine Funktionalität, die es schon gibt. Ja, also Blender kann es ja Bake to F-Curve, glaube ich, bis 100.000. Und ich kann es vorstellen, Blender. Ja? Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu speziell Problem ist. Ja, aber nur mal, also das wäre jetzt sozusagen eine technische Hürde, die noch zu überwinden ist. Aber halt grundsätzlich für die Idee des Modells. Wer hat vielleicht eine Idee, wie man sozusagen das, man lädt den Sound rein und bekommt dann für die Frequenz die entsprechende Farbe und kann das dann schön verteilen, wie es ja per Scaling für Partikel auch perfekt geht, per Animation Notes, nur halt dann sozusagen mit diesem Twist in den Farbbereich rein. Wenn irgendjemand jetzt sofort denkt, ja, na klar, geht, kommt auf mich zu oder sagt sofort, das wird ja aufgezeichnet, das kann ich mir dann... Ich würde sagen, besprecht das dann danach. Oder wir besprechen es danach, genau. Sprengt das den Rahmen. Genau, aber nur kurz dazu, die Gelegenheit genutzt. Und ja, kommt gerne auf mich zu. Ich freue mich über Lösungen, Input und so weiter. Also, kommt, genau. Kleiner shameless Plug. Wir haben uns mit ein paar Leuten letzten Sommer in Frankfurt getroffen, für 3 Tage eine Blender-LAN-Party gemacht und unser Ziel war, einen Kurzfilm zu machen. Also das haben wir mehr oder weniger in 3 Tagen geschafft mit Sternchen. Ein halbes Jahr später ist der Film immer noch nicht fertig geworden, bis heute Morgen, und jetzt ist er fertig. Es gibt gleich um 3:30 ein Talk drüben im Salon, wo wir das nochmal ein bisschen weiter ausmalen. Und abends im Screening läuft der Film, heißt Another. Eine Katze kommt in die Bar und dann passieren Dinge. Ich würde also freuen, wenn ihr vielleicht rüberkommt oder euch abend im Screening daran erinnert, dass wir das waren. Und ja, das war's. 3:30 im Theater. Hm? Wir sind im Salon. Also, ist das sorry, Theater. Theater. Tag. Also, ich habe einen USB-Stick. Und da drauf sind dann. Und ich bald ein Virus? Ja, ja, irgendwo. Erstmal im Vorfeld, liebe Grüße an all meine Schüler, besonders diejenigen, wo es jetzt ausfällt, die Lösungen für die nächste Arbeit ist. ich habe einfach nur gesagt, dort wird es ausgestrahlt, guckt es euch an, es wird sich lohnen. Ja. Mothership? Ja, Mothership. Und dann habe ich irgendwas vorbereitet, das muss ich bloß sehen. Moment. Das sind interessante Sachen drauf. Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer meistens so GTA, SLK, oh Gott, Hilfe. Drohne, aber dann habe ich es hingeschmissen. Moment, ich muss ja mal kurz gucken. Ich bin leider noch nicht im WLAN mit dem Laptop. Weiß jemand den Zugang? Talk. Ja, das ist ja... zu einfach. Ja, es war zu einfach. Moment. Ganz kurz. Ich glaube, Takt offen in Tür 3, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Ich unterrichte Blender an Schulen, das heißt Gymnasien. Das ist ein Projekt von einem Schüler, der hat sich von sich aus gesagt, ich will ein Piratenschiff bauen. Und das ist der Stand, wo er tatsächlich aus eigenen Stücken dazu gekommen ist. Das ist der Wahnsinn. Es ist mir immer noch schleierhaft, wie er das gemacht hat. Aber manchmal hat man so Schüler unter seinen Schülern, wo man sich denkt, selbst ich hätte nicht die Geduld dafür. Mittlerweile hat das Gerät auch irgendwo Toiletten. ein anderer Schüler hat ihn unterstützt, indem er dafür Assets gemacht hat. Das heißt Kanonen. Die Methode übrigens ist noch vor... Das war eine Methode von Frederik, die er mir gezeigt hat, wie man quasi diese Edge detecten kann ohne eine Pointiness-Feature. Mit normalen und sehr viel Voodoo, den ich bis heute noch nicht begriffen habe. Das geht jetzt quasi so weiter. Wir können auch gerne mal die Präsentation switchen. Und gehen mal auf die 2. Genau. Das ist mein ältester Kurs. Den habe ich schon seit, oh Gott,
fast 8 Jahren. Es geht immer mal so durch. Den habe ich in 2 Lehrgängen. Einen Lehrgang, wo ich das beibringen kann, und einen Lehrgang, wo wir spezielle Sachen machen. Das bedeutet, da haben wir wirklich einen Ritter gemacht auf dem Prinzip. Das ist übrigens Sir Daniel Rooster. Ja, wie uns zwei war zur Kenntnis. Und wir haben wirklich mal die Sachen durchgegangen. Wie können wir sowas aufbauen? Was für Sachen können wir reinnehmen? Wir waren auch auf dem, ja, ein bisschen mit Rigging haben wir uns auch beschäftigt. Es sieht etwas clunky aus, aber das Rig ist tatsächlich von einem Schüler gemacht, Schülerin gemacht worden. Und das sollte man vielleicht mal abbrechen wegen Datenschutz. Die geht mir gerade so durch den Kopf. Einfach nur, weil ich will ja keinen zeigen. Und okay, das war es jetzt erstmal bei mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich mache das schon sehr, sehr viele Jahre und es ist immer wieder irre, was ich mache. Zurzeit bin ich bei Stop Motion und wir haben uns einen Charakter in 3D gebaut, um den im Nachklang quasi aus Silikon gießen zu können, indem wir die Negativformen quasi daraus drucken. Jo, vielen lieben Dank. An da draußen, an die Geräte nochmal viel Glück bei der Arbeit. Wer will jetzt? Ihr wisst dieses Jahr nichts von einem öffentlichen WLAN, oder? Blender Guest, war kein WLAN. Ich sehe hier nur Blender Staff. Blender Public irgendwas. Ach, okay. Nee. Die Kappe? Ja, okay. Mit B und P groß, oder? Ich frage nur, weil die Frage war, aus dem Internet was zu zeigen. Ja, ich bin drin. Dann ja, noch so mal so ein bisschen allgemeine Unterhaltung zum Ende hin. Du hast mir so gegeben. Also, okay, easy. Wo haben wir denn hier? Sound ist auch angeschlossen? Nee. Kein Sound? Ich glaube nicht. Was jetzt? Sie hat vorhin gefragt. Ja? Versuch's einfach. Ich glaube nicht. Okay. War vorhin bei dir Sound dabei? Weil das Mikrofon einfach an die Boxen. Ja, auch gut. Kriegen wir hin. Dann macht das so einen nicht so nice Sound. Da. So, wo haben wir es denn? Läuft doch einigermaßen flüssig. Also, ich habe, vielleicht hat es auch schon jemand gesehen, ich habe es letztens hochgestellt. Es könnte vielleicht für den einen oder anderen interessant sein, für den einen oder anderen 3D-Generalisten oder der sich mit Animation und Simulation und so weiter auseinandersetzt. Ist ein Kurzfilm von mir und ich habe halt versucht, auf effiziente Weise bei dem viele Techniken zu mischen, also nicht versucht, alles in 3D zu lösen, sondern dort 3D einzusetzen, wo ich gedacht habe, es geht nicht anders und halt auch möglichst zu gucken, eine effiziente Pipeline hinzubekommen, die Spaß macht bei der Produktion, sowie halt auch hoffentlich beim Anschauen. Hört ihr was? Doing.
Jo, das waren... Das waren 3 Minuten Unterhaltung von meiner Seite. Ich hoffe... Danke dir. Ich denke, für 1-2 Leute haben wir noch Zeit. Okay. Jeder hat 2,5 Minuten. Okay, dann zeige ich einfach den kurzen Teaser zu meinem Film, der eigentlich 25 Minuten ist. Nein, der eigentliche Film. Na? Also es ist ein Lehrfilm zur, ja, wie kann man Pyrotechnik sicher herstellen? Na, kriege ich das raus? Hallo, ich habe hier einen Dropbox-Link, den müsste ich kurz abtippen am besten. Auch natürlich nur online, weil ich natürlich überhaupt nicht vorbereitet bin irgendwie. Also es ist so ein Musikvideo, was ich 2016 gemacht habe. Nicht wundern, das teilweise rauscht ein bisschen am Anfang noch. Das war nämlich noch vor dem Dienhäuser die ersten Einstellungen. Als ein künstlerisches Mittel. Genau, Doppelpunkt, Doppelslash, soll ich das vielleicht kurz so, hier? Okay. Und ich habe auch, weil ich bin auch sehr, sehr, ich habe keine Geduld und so und deswegen habe ich geguckt, dass jeder Frame auch möglichst schnell rendert. Und, ach so, wie ging es jetzt hier mit dem Slash? Ah. Wait for it. Jetzt ist Deutsch. Ah, okay. Ah, sehr gut. Und was soll ich noch sagen? Also das ist 2 Minuten lang, glaube ich. Das heißt, das müssten wir noch hinkriegen. Ja. Ich leider keine bessere Methode jetzt. Ich hoffe, ich vertippe mich nicht. So, jetzt müsste ich es gleich haben. Ganz kurz Geduld. So, MP4. Fragezeichen geht auch. Okay, jetzt mal gucken. Ja. So, jetzt, war voll C, oder? Passiert was? Ich habe leider keine Ahnung von Linux. Ah, oh. Ja, gut, das verzögert sich jetzt nochmal. Also den Song habe ich auch selber gemacht. Okay, jetzt kann ja vielleicht jemand schon eine Minute irgendwas weiteres erzählen. Oder? Ja, es lädt ja noch runter. Ja, ich habe
Was soll ich sagen? Also es hat Spaß gemacht. Ich habe es zu Hause gemacht, als Hobby quasi nebenbei, weil bei der Arbeit kann ich Blender nur selten benutzen. Naja, das werden jetzt dann doch 3 Minuten vielleicht insgesamt. Oder 4. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Aber es wird spannend jetzt. Ne? Man sieht jetzt. Ich dachte, es geht schneller. Na, zu Hause bei mir geht das natürlich viel schneller mit dem Internet. Gibt es auch ja, danke dir fürs Teilen und wir sehen uns ja noch 3 Tage lang und ich wünsche euch eine schöne Konferenz und noch auf interessante Gespräche.